schmeckt man den Nevo wirklich raus? Eine Frage, die sich viele stellen, die wir heute vielleicht ein kleines bisschen besser beantworten können. Ich habe mir 5 Leute eingeladen, die heute eine Blindverkostigung bekommen. Und zwar einmal einen normalen Wandenberg V1 und einmal einen Wandenberg V1 mit einem Nevo obendrauf. Und da haben wir den Onmo ganz normal mit Kohle. Dann verbinde ich jetzt den Leuten die Augen, zeige denen nach und nach beide Köpfe und dann müssen sie einmal raten, was der Nevo ist und was nicht. Wir haben Leute, die den Nevo schon probiert haben, wir haben Leute, die noch nie den Nevo geraucht haben und dann gucken wir mal, was passiert. Ich werde jetzt von drüben der ersten Person die Augen verbinden und dann rüberholen, dann wissen die nicht, was links und was rechts ist. Geradeaus, 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 geradeaus. So, wir haben unsere erste Testperson da. Willst du dich einmal kurz vorstellen? Hallo, ich bin der Reinhold. So, und der Reinhold kriegt jetzt als erstes einmal diesen Schlauch hier. Zur Erinnerung, Reinhold weiß natürlich nicht, was rechts steht und was links steht. Das heißt, die Position vom Blubbern ist schon mal kein Problem. Und dann probiert Reinhold mal Pfeife Nummer 1. Und, schon eine erste Idee, was es sein könnte? Schon ein Guess? Nee, bis jetzt noch nicht. Nee, okay. Dann gebe ich dir mal das andere Pfeifchen. Bitte schön, Pfeife Nummer 2. Hm, doch jetzt. Okay, und was denkst du bei der zweiten? Bei der zweiten merkt man sehr stark den Kohlegeschmack, tatsächlich. Diese Grundnote von der Kohle, die man halt immer hat. Okay, also du würdest sagen, Pfeife Nummer 2, die du hattest, wäre die mit Kohle. Genau, weil bei der ersten... Warte mal, wir machen nochmal einen Test, ich gebe dir nochmal einen anderen. Pfeife Nummer 3, sozusagen. Doch, hier merke ich auch eine Art Kohlengeschmack. Okay. Also du würdest sagen, die letzten beiden waren die mit Kohle und das erste genau. War der Nevo. Das ist in der Tat richtig. Kannst du ja gerne die Blindfold abziehen. Und Dein Guess war auf jeden Fall schon mal richtig. Weil man hat hier, das Aroma ist hier wesentlich süßer. Ja. Als bei hier. Hier wird es durch diesen Kohlegeschmack tatsächlich... etwas abgemilderter, aber man hat diesen typischen Kohlegeschmack, wenn man raucht. Hier hat er komplett gefehlt. Ja, ich fand's aber cool, weil als du am Nevo gezogen hast, hast du ja noch überlegt, könnte das Kohle sein? Ist das ohne Kohle? Eben, weil... Und aber erst in dem Moment, als du an der mit Kohle gezogen hast, dann war es direkt, dann hast du direkt gesagt, Kohle. Okay, geil. Bin gespannt, was die anderen sagen. Dankeschön. Gerne. So, als nächstes haben wir den Marc mit dem wilden Turban. Und dann gebe ich dem Marc einmal die verschiedenen Pfeifen. Und das hier ist Pfeife Nummer 1. Und schon eine erste Idee? Ich würde sagen, das mit Kohle. Okay. Ja, gucken wir mal, ob du deine Meinung änderst, wenn du Pfeife Nummer 2 bekommst. Und bleibst du dabei? Ja, 100%. Oder 100%, ja. Also, wie würdest du es beschreiben? Wo ist der Unterschied? Man hat keinen Eigengeschmack von der Kohle. Okay, also du schmeckst auch ganz eindeutig die Kohle raus und... Genau, der Flavor schmeckt klarer raus. Okay. Ja, krass, easy. War richtig. Perfekt, danke. So, Person Nummer 3 wird zum Sitzplatz geführt. Jetzt hast du vor dir den Hocker. Wen haben wir denn jetzt? Ich bin der Nico. Wunderbar. So, Nico, dir gebe ich als erstes diese Pfeife hier. Ja, ich habe eine Vermutung, glaube ich schon. Okay, was wäre deine erste Vermutung nach einem Zug? Das ist die mit Kohle. Okay, du sagst rechts ist Kohle. Ja. Gut, dann sind wir mal gespannt, ob du deine Meinung vielleicht änderst, wenn du die andere Pfeife bekommst. Ich muss dann nochmal vergleichen. Okay, ja, du kannst gerne nochmal den anderen haben, kein Problem. Und, willst du deine Meinung ändern oder bleibst du dabei? Ne, ich glaube, ich bleib dabei. Okay. Das war leider falsch. Ja, die schmecken für mich sehr identisch, muss ich sagen. Ja, wirklich? Ja. Krass, ich muss selbst nochmal probieren hier zwischendrin. Ja, also der Unterschied war auf jeden Fall schon mal größer. Du kannst auch gerne die Maske abziehen einmal. Kannst du den Leuten auch noch einmal richtig Hallo sagen. Hallo. Wunderbar. Ja, dann danke fürs Mitmachen. Ja, kein Problem. Wir die nächste Person. Okay, nächste Testperson. Jetzt hast du vor dir einen Hocker. Achtung. Ja, genau da. Da kannst du dich einmal draufsetzen. Wo ist der? Da. Da. Okay. So, perfekt. So, jetzt haben wir die Lena. Und die Lena probiert als erstes dieses Pfeifchen hier. Hast du schon eine erste Vermutung? Nee, noch nicht. Okay.
Ja. Willst du erstmal den zweiten, bevor du was sagst? Okay. Hier ist Nummer 2. Und schmeckst du einen Unterschied? Ein bisschen, also das. Darf ich noch die andere haben? Ja, klar. Hier. Soll ich den anderen nehmen? Oder geht? Also ich finde, dass hier der mit Kohle ist. Okay. Und der andere, da das finde ich, schmeckt es ein bisschen, also das, ja, es schmeckt auf jeden Fall, dass das Flavor, also der Flavor mehr rauskommt. Okay, also du würdest sagen, links merkst du, da ist noch ein bisschen was mit bei im Weg. Ja, genau. Wie auch immer. Okay, ja, das ist richtig, perfekt. Perfekt. Du kannst gerne einmal die Blindfold abziehen. Und dann vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, gerne. So, jetzt fehlt uns nur noch der Basti. Und bis jetzt haben alle, bis auf einen, das richtig erraten. Krass. Mal gucken, was der Basti macht. So, wir haben den Basti. Jetzt ist vor dir der Hocker. So, wunderbar. So, wir machen das bei dir anders. Ich gebe dir einfach beide Schläuche in die Hand. Ja. Und du hältst die dann einfach hoch und erzählst uns was dazu. Ich soll was dazu erzählen. Ja, zieh einfach mal und erzähl mal, was du so denkst und was du sagen würdest, was ist. Maybe. Und du hast den Nevo ja schon ein paar Mal geraucht, ne? Ja. Ja. Ich kann aber noch probieren, beide erst. Ja, oder? Du kannst auch erst probieren, wenn du magst. Ich dachte, du willst jetzt vielleicht schon was. Ja, also der Mix schmeckt auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Ich finde den ganz lecker. Ich finde den auch gut. Marc fand den nicht so gut. Okay, ist auf jeden Fall nicht so deutlich, wie ich dachte, wie es wäre. Hast du schon eine Vermutung? Ich habe eine Vermutung, ja. Willst du uns die schon erzählen? Die Vermutung ist, dass dieser Schlauch hier oder dieses Mundstück mit Kohle ist. Okay, also jetzt die linke Hand, also für dich hier die linke Hand ist mit Kohle. Ja. Okay. Das würde ich aber jetzt nicht vom Geschmack aus machen, sondern eher vom Gefühl, vom Rauchvolumen und sowas. Also hier im rechten, beim rechten Mundstück habe ich schon den Eindruck, dass es intensiver ist. Okay, also Geschmack ist intensiver rechts, willst du sagen. Aber nicht so deutlich. Jedes Mal, wenn ich wechsle, ne? Ja. Habe ich immer den Eindruck, die ist intensiver. Nein, die ist intensiver. Das, Guess. Ja, ich sag, hier ist Nevo und da ist Kohle. Das ist richtig. Ah, ja. Aber krass auch, dass du nochmal gesagt hast, ne? Das ist nicht so eindeutig, wie man vielleicht denkt. Überhaupt gar nicht. Wunderbar. Dann sind wir durch mit allen fünf. Dankeschön, Basti. Gerne. Also, was haben wir gelernt? Man schmeckt es raus, aber es ist blindfolded auf jeden Fall nicht so einfach, wie ich maybe gedacht hätte. Ja, interessant. 4 von 5 Leuten haben den Nevo rausgeschmeckt. Manche haben gesagt, also bei manchen war es easy peasy, direkt rausgeschmeckt. Andere mussten ein bisschen nachdenken. Aber ich würde sagen, bei 4 von 5 kann man schon safe sagen, merkt man einen Unterschied. Gut, wunderbar. Das war's fürs Video. Daumen nach oben, Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal.